So, Hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich war einkaufen und habe zufällig mal wieder Mystery Minis an der Kasse bei meinem Lieblingshändler gefunden. Ihr wisst, ich verfolge die Serie nicht wirklich, denn sie sind mir ganz einfach zu teuer. 3,99 kosten die in der Regel und das bezahle ich nicht. Das ist für mich eine absolute Frechheit. Für so Mini-Dinger, das geht überhaupt gar nicht. Wenn die wenigstens jetzt von mir aus die Größe hier hätten, dann wäre das okay. Ja, und da ist ja auch noch ein Magazin mit dabei. Aber die kleinen Scheißerchen für 3,99, never ever. Jo, ich habe es günstiger bekommen. Ja, Stammkunde, Rabatt, ihr wisst Bescheid. Das hier ist ein ganz dickes, guckt es euch an. Ich bin jetzt ja nicht so der Taster, stehe da hin und taste da eine Ewigkeit rum. Aber einfach mal blind reingegriffen und ich bin gespannt. Habe ich viele Doppelte dabei? Habe ich neue dabei? Wir werden sehen. Davon ist ja mittlerweile auch schon wieder eine zweite Serie erschienen. Ich denke mal, das hier ist noch die erste. Ich weiß nicht, ob die zweite Serie auch schon wieder einen neuen Aufdruck hat. Ich kann es euch nicht sagen. Also, diese 6 Tütchen schauen wir uns heute hier in diesem Video an. Mal wieder was zu Dragons, ne? Weil ganz ehrlich, in den Läden sieht es halt schon sehr traurig aus. Zumindest in den Läden, wo ich so rumkomme. Da haben die meisten echt schon mit Dragons komplett abgeschlossen. Das muss man leider Gottes so sagen. Finde ich schade. Vor allem finde ich es halt auch schade, dass die letzten Geschichten von Spin Master ihren Weg so überhaupt gar nicht nach Deutschland finden. Kann sein, dass so große, bekannte Ketten vielleicht mal irgendwie noch ein paar Posten bekommen und die dann in ihre Läden hier zu uns nach Deutschland bringen. Aber das ist alles ziemlich ungewiss. Wir werden sehen. Jetzt heute hier auf jeden Fall mal diese 6 Tüten. Das dicke hebe ich mir mal ganz bis zum Schluss auf. Und ich fange jetzt hier einfach mal blind an. Das hier ist das dünnste, wie es aussieht. Mit dem beginne ich. So, also dann Kamerawinkel ändern. Gut, also dann hier, komm, aufreißen. Erstmal den Prospekt hier angucken. Ich denke mal, das ist noch die alte Serie, ne? Ja, ja, ist die alte auf jeden Fall. Genau, bei der neuen ist ja auch der Bone Napper mit dabei. Das ist also noch die alte. Vielleicht ist ja der dicke der Titan-Kronkel. Werden wir sehen. Oder der kleine Crimson, ne? Wäre natürlich auch nett. Ich gehe mal davon aus, ihr habt das alles schon gesehen, oder? Ja, ich sag's nochmal ganz kurz. Wir haben hier Kurz und Wirk drin. Hakenzahn. Den wilden Albtraum. Titan-Hakenzahn. Schneegeist ohne Zahn. Tagschatten. Wolkenspringer, Deadly Galewind, Titan-Wolkenspringer, den Aufspießer, den Rumbling Gutbuster, Nightlight, ohne Zahn, Sturmpfeil, Wildernatter, Schädelbrecher, Wilden Gronkel und hier den Titan-Gronkel. Ja, bin ich mal gespannt, was wir heute hier finden. Und im ersten Tütchen haben wir ja, die Nummer von Spin Master Support. Wir haben hier Swutsch. Jo, Hakenzähnchen mit netten Streifen und er ist transparent. Ja, ich habe jetzt nur meine schwache Taschenlampe da, aber ja, ich kann ja mal dahinter leuchten. Dann seht ihr in etwa, wie das hier durchkommt. Ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber. Das sieht schon klasse aus, oder? Also es gefällt mir schon, die transparenten Geschichten. Ich mag das. Ja, guckt mal, so kommt der. Ich finde, das hat was. Also wenn er die entsprechend aufstellt und hat vielleicht so eine kleine LED-Schiene oder LED-Lämpchen und legt die dahinter, das sieht klasse aus. Schön, gefällt mir. Also, ich denke mal, das ist die obere Version hier, oder? Also nicht der Titan. Ich meine, den hätte ich auch schon. Gut, schauen wir das nächste Tütchen an. Greif einfach blind rein. Ja, ich könnte es definitiv nicht erfüllen. Ein paar von euch sind ja da echte Spezialisten drin, ja? Oh, guckt euch an. Gerade sage ich es noch. Hier ist er, der Titan. Ich glaube, den habe ich jetzt echt schon zum zweiten Mal. Klasse. Der ist jetzt nicht transparent, der ist blickdicht und das sieht man auch gleich. Ich halte mal den anderen daneben. So, habt ihr hier den direkten Vergleich. Die Augen sind beim Titan auch ein bisschen anders, ne? Schön zu sehen. Sind etwas größer. Die Hörner sind vor allem dicker. Boah, cool, oder? Seht ihr, da hat man doch gleich einen wunderbaren Vergleich. Das Mäulchen ist auch anders. Also ist nicht exakt genau die gleiche Stellung und gleiche Form. Ist tatsächlich anders. Auch die Beine sind hier viel, viel dicker. Guckt euch die dicken Schenkelchen und feschen Wadeln an. Hier ist das alles ein bisschen schlanker. Ja. Die Flügel natürlich eine andere Bemalung. Und auch die Flügelform ist hier anders.
Doch cool. Seht das? Das finde ich doch klasse, wenn man Figuren hier gleich nebeneinander hat und die auch entsprechend angucken kann. Der Titan hat übrigens keinen Flammenschwanz. Wie krass, oder? Das finde ich echt krass. Und der Kopf ist auch massiger. Schön. Ah, ist doch okay. Freue ich mich. Mir gefällt das Gummi. Ist toll weich. Mag ich. Können Sie eigentlich stehen? Der Titan. Oh, Titano. Nullo Steo. Kippo nach vorne. Ganz schlecht. Der kleine Einfache, der kann stehen. Guckt euch das an, ja. Großer Angeber, aber fällt um. Klasse. Ihr könnt es natürlich hinbiegen, klaro. Einfach ein bisschen warmes Wasser nehmen, reintunken in warmes Wasser und dann stehen die Dinger wie eine Eins. So, ich laber schon wieder viel zu viel. Nächstes Tütchen. Was haben wir hier drin? Wir haben hier... Nein, oder? Alter Verwalter. Zwei Stück. Hier sind die Flügel übrigens beide nach hinten. Bei dem war es ein bisschen verdreht. Aber okay, also zwei Titan-Drachen. Kann der stehen? Achtung, der steht. Guckt es euch an. Wunderbar. Also, nächstes Tütchen. Was haben wir hier drin? Wir haben hier, schwupps. Oh, ich glaube, die habe ich noch nicht. Kotz und Wirk. Auch mit dem verbogenen Flügel und sind ebenfalls transparent, außer hier vorne, wo sie es gelb hingestrichen haben. Das finde ich halt ganz übel hier, ganz ehrlich. Es sieht ja aus, als ob er hier gleich kotzen würde. Ich meine, ja, Kotz und Wirk, klaro, kein Thema. Aber hätte man das nicht hohl machen können? Ja, nicht nur einfach da die Zähnchen reinmalen, finde ich nicht ganz so prickelnd, ganz ehrlich. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Also Schwänzchen ist aber mega goldig, die beiden. Gehen hier auch auseinander, finde ich klasse. Rücken ein bisschen braun hingesprüht. Ja, die Hörnchen. Teilweise haben sie Farbe abbekommen, teilweise nicht. Ja, die Augen. Schade, dass sie keine schwarze Pupille reingemalt haben. Das sind schon extrem einfach, wisst ihr? Und dafür zahlt ihr 3,99. Das tut man doch nicht. Das finde ich echt dreist, ganz ehrlich. Finde ich richtig, richtig dreist. Flügelrippen kann man auch noch erkennen. Nicht mal ein Muster oder sowas. Ja. Und das ist doch... Nee, kein Titan. Ganz einfach. Okay. Na, und wenn ihr seht, wie schön kräftig da die Zipperstacheln bemalt sind und wenn ihr dann das hier seht, ja, einfach ein bisschen braun drüber gesprüht, das ist schon echt traurig, wenn ihr mich fragt. So, auch hier kurz die Taschenlampe dahinter halten, damit ihr mal seht, wie das durchscheint. Also nach wie vor echt cooler Effekt. Die Farben gefallen mir gut. Das ist ein schönes Grün, ein kräftiges Grün, fast ein bisschen Neongrün, ja. Aber sieht echt schön aus. Ich sag ja, LED-Lämpchen dahinter, es kommt bombig. Fällt mir gut. Goldige Figur. Ich stelle die dann gleich nochmal alle nebeneinander. So, dann was haben wir hier drin? Wieder eine doppelte oder was Neues. Wir haben hier, ja, Skull Crusher. Ich meine, den hätte ich auch schon. Übrigens auch transparent, im Gegensatz zur ersten Mystery Miniserie. Ich halte hier auch nochmal kurz das Lämpchen dahinter. So, kann man schön sehen. Auch das ist ein tolles Grün. Muss mal gucken. Ich glaube, das ist nicht ganz so kräftig wie bei Kotz und Wirk. Aber sieht schön aus. Ich finde es auch goldig, dass sie die Hörnchen hier vorne, die drei, extra noch mit Lila bemalt haben. Die Augen sind okay. Da ist zum Beispiel eine schwarze Pupille drin. Ist doch viel besser als bei Kotz und Wirk. Die Zähne haben sie hier sauber weiß bemalt. Das ist super. Und über den Rücken geht auch noch mal ein bisschen braun drüber. Schön, schön. Kann man angucken. Ja, und hier halte ich Kotz und Wirk nochmal daneben. Und ich sag ja, wenn sie die Augen noch mit einer schwarzen Pupille versehen hätten, ja, für den Preis, das wäre schon drin gewesen. Ja. Aber das, was Spin Master hier abliefert, von den Figuren ist es schön, aber nicht für den Preis. Preis-Leistung stimmt hier 0,0. Tut mir leid, muss ich so sagen. Ja? Dann kommen wir hier zum letzten Tütchen. Mega dick das Ganze. Guckt euch das an hier. Spannend ohne Ende. Und ich bin gespannt, was haben wir hier drin? Ist es der Titan-Kronkel? Was meint ihr? Was meint ihr? Achtung, 3, 2, 1 und zack. Nein, guckt's euch an, alter Verwalter. Hohoho. Guckt euch diesen Brummer an. Was eine Maschine. Sehr geil. Das finde ich jetzt cool. Das gefällt mir. Da brauchst du gar nicht viel fühlen. Das merkst du einfach. Das Ding ist so dermaßen dick. Oh, die Beine auch schon wieder total verdreht. Guckt's euch an.
Aber sehr gut, sehr gut. Klasse. Mit diesen orangenen Rissen, was man hier aufgemalt hat. Oder aufgedruckt, ob sie das gemalt haben, weiß ich nicht. Dann hier noch ein bisschen Airbrush an den Krallen, an den Flügelchen mit dran. Hier wurde auch wieder einiges montiert, muss man so sagen. Die Zunge ist auch, ja, der Wahnsinn, sauber. Pupillen haben sie ja keine gesetzt, einfach auch nur dieses Orange mit drin. Schnäuzchen hat noch einen Tupfer hier mit abbekommen. Sehr schön. Also, coole Figur, gefällt mir, freue ich mich. Das hat sich doch schon wieder gelohnt. Bombig. Hier, Füßchen. Die sind schon echt knuffig. Kann man anders gar nicht sagen. Auch die Warzen hier, cool. Und Flügelrippen kriegt er auch noch hier mit. Schön. Schön, schöner Brocken. Nochmal mit der Abbildung vergleichen. So. Hier haben wir ihn doch. Abbildung und Realität. Wir merken, die Zähnchen sind nicht ganz so spitz wie auf der Abbildung. Aber ansonsten haben sie sich schon dran gehalten. Oh, die Krallen haben sie ja noch bemalt mit Grau. Hier ist überhaupt gar nichts. Null. Ja, Spin Master. Aber okay, schön. Gefällt mir. Also das mein sechster Mystery Mini. So, hier seht ihr die Ausbeute nochmal nebeneinander. Kotz und Wirk, Titan-Albtraum, Titan-Gronkel, normaler Albtraum, nochmal Titan, der sich auf Kumpel-Schädelbrecher hier aufstützt. Und nur damit ihr mal einen Größenvergleich seht zu dieser Schleichfigur, zu diesem Steingolem, Steinmonster, was, ganz ehrlich, wenn er mich fragt, sehr gut dazu passt. Zumindest Titan-Gronkel und Steinmonster, das wären Kumpels, garantiere ich euch. Passen super zusammen. Gut, also das hier einfach meine Ausbeute zu den Mystery Dragons Legend Evolved. Ganz deutlich an diesen Tütchen hier zu erkennen. Wie schon gesagt, mittlerweile gibt es da auch ein Update, eine zweite Serie, eine zweite Welle. Mal gucken, ob wir die überhaupt irgendwann in diesem Leben begegnen. Viele kaufen das online für teures Geld. Leute, tut das nicht. Ist es wirklich nicht wert. Ich meine, sammeln, schön und recht und gut, aber irgendwo hat es Grenzen. Man sollte die Hersteller und vor allem die Leute, die es überteuert im Internet anbieten, nicht, niemals, never ever unterstützen. Tut das nicht. Nur um damit protzen zu können, oh, ich habe Serie 2 komplett und überhaupt. Das ist der falsche Weg, Leute. Sammeln ist schön, sammeln macht Spaß, aber sammeln sollte immer auf dem Tisch bleiben. Ja, gerade was das Geld hier angeht. Und die kleinen Minis hier, tut mir leid, 3,99 Euro in der Regel. In manchen Läden ja sogar 4,99 Euro in Tütchen, das geht gar nicht. Ja, und nochmal, einfach damit ihr es nebeneinander seht, guckt mal die Größen hier an. Schaut mal, wie klein hier der riesenhafte Albtraum ist. Und die Details sind bei der großen Figur nicht schlechter, die sind Hammer. Ja, also das einfach dazu. Bitte bleibt auf dem Boden. Unterstützt keine überteuerten Angebote, tut es nicht. Euer Leben geht trotzdem weiter, auch wenn ihr eine Serie nicht komplett habt. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr Spaß an den Figuren habt. Ja, und das habe ich. Und wenn mal wieder was Neues dazukommt, ja, umso mehr kann man sich doch freuen. Aber bitte zu einem fairen Preis. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln. Habt ihr schon komplett? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann hier auf jeden Fall mein Glückwunsch dazu. Wie gesagt, wenn mir so Figuren mal wieder begegnen, zu dem Preis, wo ich bezahlen würde, bringe ich ein paar mit, werde sie auch hier auspacken, klaro. Aber ansonsten verfolge ich die Serie nicht, wie ich es bei den Serien zuvor gemacht habe. Die Figuren sind wirklich nett, aber ich sag's nochmal, die Preispolitik finde ich überhaupt gar nicht gut. Ich sage, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.